Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020. Mein Team hier bei Heisenberg zockt. So, es geht nach Holland. Eine der beiden neuen Strecken. Ich finde die relativ cool. Ich finde auch Vietnam nicht schlecht. Aber Holland ist fast noch eine Spur besser, finde ich. Interessanter. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Und es heißt jetzt wirklich, wir müssen uns verbessern. Und ich habe gesagt, wir gehen mit der KI noch mal ein bisschen runter. Das werden wir tun. Wir gehen auf 80 runter. Das ist immer noch Experte. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Das freut mich. Wir machen mal den hier. Dann gehen wir gucken. 18 Millionen. Ich möchte mal ein bisschen Geld sparen, damit wir irgendwie beim zweiten Fahrer mal irgendwie noch was anstellen können. Was hältst du hiervon? Ja, halte ich viel von. Frontflügel, Endplatten, Abtrieb klingt gut. Sehr gut. 208 Punkte, da können wir nicht mehr viel machen. Mhm. Erst raus, dann rüber. Auto ist immer noch tadellos. Firma, da können wir auch nicht viel machen. Rangliste. Ja. Mantel des Schweigens. Gut, das hätten wir soweit. Ja, oder soll ich hier doch noch? Ich weiß halt auch nicht. Das ist alles dermaßen teuer. Wir kriegen hier, man sieht es, unter 10 Millionen ist schwierig. Da kann ich gar nichts machen. Ah, okay. Nee, wir machen nichts. Wir sparen das Geld mal. Eine Runde, würde ich sagen. Gut, wir gehen zurück. Und drücken hier mal Let's Start. Ab nach Holland. Bin gespannt auf das Rennen. Die neuen Teile ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ja, okay. Wir gehen mal noch zum Presseevent. Mal gucken, was der gute Mann möchte. Nach 3-4 Rennen werden wir rausgeschmissen. Danke, dass Sie mich in Ihr Hauptquartier eingeladen haben. Ja, gern geschehen. Darüber, wie Sie diese Saison abgeschnitten haben. Die hat erst gerade angefangen. Fahrer scheint in letzter Zeit viel zu tun zu haben. So viel Hingabe sieht man gerne, oder? Ja, genau, das wird erwartet. Sie konnten neue Sponsoren für Ihr Team gewinnen. Das ist mir neu. Leistungsdruck jetzt höher? Ja, wir lieben Herausforderungen, was auch sonst. Sie hatten diese Saison Probleme, Punkte zu sammeln. Was sind die wichtigsten Aspekte, die Sie bei Ihrem Team verbessern müssen? Kann ich da nicht, von wegen, dass ich gar nichts sage? Ja, machen wir das mal. Ja, das ist natürlich die Aerodynamik. Die Aeroabteilung, die wird da keine Dynamik. Das gefällt denen nicht. Was machen wir? Wird Ihr Team diese Saison um die Kontrolle... eher nicht. Ja, diese Saison haben wir es auf den Titel abgesehen. So, wie wir jetzt angefangen haben in der Saison, haben wir es auf gar nicht abgesehen. Auf gar nichts abgesehen, außer dass wir heute ankommen. Ja, wir haben vor. Okay, das kann man, glaube ich, stehen lassen. Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Nein. Also eigentlich ja, aber das muss der ja nicht wissen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier sein durften. Viel Glück auf der Strecke. Danke, wünsche ich Ihnen auch im weiteren Verlauf Ihres Lebens. Sehr schön. Nein, es ist natürlich schon. Ich möchte auch, dass De Vries gut abschneidet. Aber ja, primär, es wäre ja gelogen, zu sagen, ich möchte, dass De Vries Weltmeister wird. Und was mit uns ist, ist egal. Ich fahre ja selber auch. Also ich möchte natürlich auch etwas erreichen. Vor allem Weltmeister, das ist meilenweit weg. Gut, wir gehen weiter. Sobald es ins Rennen geht, muss ich hier den Tabulator drücken. Jawohl, jetzt. So, er drückte wie wild. Jetzt. 83 haben wir. Wir gehen runter auf 80. Ich weiß nicht, was das für einen Einfluss hat. Ein bisschen wird es einen Einfluss haben. Wie man sieht, wir sind immer noch auf Experte. Also das passt, denke ich. Gut. Holland. Let's go. Wir warten geduldig, bis wir drankommen. So, es hat noch nie jemand in die Kommentare geschrieben, aber nicht auch das Gefühl hat, dass die Ladezeiten länger sind wie in der 19er Version. Das würde mich tatsächlich mal noch interessieren. Oh, Wetter. Ist okay. Ui, das wäre es noch gewesen. Ah, sehr gut. Also es bleibt trocken. Ja, sehr gut. Da bin ich beruhigt. Ja, Feebaum, da können wir eh nichts machen. Gehen wir wieder zurück, wenn ich den richtigen Knopf finde. Jetzt. Training. Ja, bei Sonne machen wir. Bei Sonne ist gut. Wir haben nachher im Rennen, glaube ich, alles außer Regen. Also Sonne bewölkt. Das passt schon. So, und wir machen, würde ich sagen, die Akklimatisierung. Erstmal ein Setting laden, bevor wir irgendwas anderes machen. Wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mhm. Mach dir keine Sorgen. Nö, mach ich mir nie. Mach mal. So, ich nehme das, was wir schon haben, weil... Ich kann mich erinnern, dass das eigentlich okay war, wenn ich es nochmal finde. Wo haben wir denn Holland? Weit, weit unten oder gar nicht. Doch hier Niederlande. Nass. Nein, ich brauche trocken. Ich nehme Zeitfahren, das macht nichts.
Weil ich hatte jetzt in den letzten Rennen immer Probleme mit dem Setting. Jetzt möchte ich mal wieder ein Setting haben, wo ich keine Probleme habe. Und ich kann mich erinnern, dass beim letzten Holland-Rennen das lief relativ gut, was das Setting angeht. Okay, ich möchte aber natürlich noch schnell wissen. Du musst sie nicht 5-6. Alle in einer Session absolvieren. Ja, machen wir. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Okay, Streckenakklimatisierung, let's go. Ja, 3 Runden können wir fahren. Das ist, wie gesagt, eine der neuen Strecken. So wahnsinnig habe ich die nicht mehr in Erinnerung. Es gibt eine Steilwandkurve, das weiß ich noch. Und es gibt viele Kurven, wie man sieht. So, kann ich? Jawohl. Dankeschön. Man lasse mich von der Angel. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück. Ja, ich werde mir Mühe geben, die Kurventore möglichst vernünftig zu durchfahren. Uff, okay. Da sollte man aufpassen, wenn man dort ins Kies kommt, ist Feierabend. Ja, die Start-Zielgerade. Ja, die ist schon cool, die Strecke. Die hat halt irgendwie wirklich was sehr, sehr Schnelles. Obwohl hier, man sieht, hier haben wir auch ein paar Kurven, jawohl. Aber es geht mir einmal mehr nicht darum, jetzt hier alle Tore sauber zu durchfahren, sondern es geht mir darum, da haben wir die Steilwandkurve, mich an die Strecke zu gewöhnen, rauszufinden, wo sind Punkte, die ich anders fahren muss, wo kann ich volle Pulle, wo kann ich nicht volle Pulle. Ja, da muss ich aufpassen, da hat es mich fast gedreht. Ja, das sind halt eben, das sind so die Kurven, die muss man im Kopf haben. Weil da haben wir Kurven davor, die sind sehr schnell. Und dann kommen plötzlich Kurven. Die Entfernung siehst du auf deiner MS. Ja, ich weiß, und das soll ich weiß. ja, Kurven, die sind sehr schnell. Und dann kommen Kurven, die sind dann alles andere als schnell. Und dort muss man halt dann tatsächlich massiv bremsen. Sonst kriegt man ein Problem. Jetzt hier muss ich aufpassen. Genau hier darf ich nicht ins Kies rein. Fast, hätte ich es wieder geschafft. Weil das ist die langgezogene Kurve, die zu Start-Ziel führt. Okay, 5 Kurven hintereinander habe ich geschafft. Das ist ja schon das mal schön. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Ja, hier muss ich aufpassen nach dem Start. Das ist eine relativ fette Kurve. Und genau hier kommt dann die Stahlwand. Ganz schlecht. Gut, wir haben ja nochmal eine Runde. Was soll's? Dann kann ich hier auch ein bisschen basteln. Das ist das, was ich meinte mit den schnellen Kurven, genau. Das ist eigentlich auch eine schnellere Kurve. Da kann man die Curbs noch mitnehmen. Fies ist halt, dass tatsächlich im Auslaufbereich dieser Kurven, da ist immer Sand. Das heißt, wenn man dort zu weit rauskommt, dann ist man eigentlich verloren. So, ich bin gespannt, wo wir hier oder wie wir hier abschneiden. Also ich mag die Strecke, ich behaupte, ich kann sie auch halbwegs. Sicherlich besser als Vietnam. Die andere neue Strecke, das ist okay. Dort sollte man nicht raufkommen, habe ich gerade festgestellt. Und deswegen bin ich natürlich gespannt, was hier dann schlussendlich rausschaut. So, letzte Runde, die möchte ich jetzt möglichst gut fahren natürlich. Ohne testen in dem Sinn, sondern einfach gucken, letzte dass ich eine schnelle Runde hinkriege. Letzte Runde des Programms. Ja, besser wie vorher. Aber ich könnte sogar noch eine Ecke früher bremsen. Und hier sowieso. Da muss man auch massiv aufpassen. Ja, und hier kommt dann der schnelle Bereich. Ist zwar kurvig, aber gefühlt trotzdem eben wirklich sehr schnell. Und das Setting ist tadellos. Also damit bin ich schon sehr zufrieden. Da hat man gesehen, da dort wird es gefährlich, wenn ich so fahre. Okay. Aber eben das Setting ist wirklich gut. Also ich habe nie irgendwie Angst, wenn ich da in eine Kurve reinfahre, beschleunige, dass es mich wegdreht. Auch wenn das passieren kann. Das habe ich natürlich vorher gerade gesehen. Aber das Feeling ist okay. Ich fühle mich sicher in dem Fahrzeug. Das ist der Punkt. Ja, ich würde sagen, da könnte man schon in Richtung Qualifikation, und das machen wir auch. Ich fahre mal jetzt diese Runde noch zu Ende.
Nochmal DRS reinhauen. Das hätte ich auch an die Box gekonnt. Aber okay, wir halten hier. Das Programm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Boing. Schnell in die Garage. Jawohl, einmal Shield mitnehmen und ab in die Garage. Damit er eben nicht wieder hier Freilaufdingens macht. Von wegen nochmal eine extra Runde. Sehr gut, und dann können wir von hier. Können wir dann raus, beende die Session und dann können wir in die Qualifikation rein. Bin gespannt, wie die wird. Die Session ist abgeschlossen, also. Ja, also gehen wir in die Quali. Und das machen wir mit Spaß. Nehme ich auf, jawohl, und Ton haben wir auch, sehr gut. Machen wir Paranoia, weil eben hier war schon so viel bei Formel 1, da hat die Aufnahme nicht aufgenommen. Kein Ton war da, wir hatten alles schon. So, aber jetzt müsste es eigentlich passen. Nachrichten. Jawohl, jawohl. Ist immer noch alles okay hier. Hoher Kontostand, das ist auch gut so. Das lassen wir, habe ich erklärt. Wir gehen eins zurück und simulieren. Und dann können wir dann relativ zügig ins Qualify rein. So. Holland, Holland, Holland. Eine coole Strecke. Wie gesagt, also das ist sicher gut, dass sie die mit reingenommen haben. Vietnam ist auch cool, aber Vietnam ist irgendwie tricky. Weiß auch nicht. Also die ist tatsächlich relativ anspruchsvoll, weil man keinen Platz hat. Haben wir hier auch nicht, weil hier ist im Prinzip anstelle der Mauern, die wir in Vietnam haben, haben wir hier diese Sandauslaufstellen. Und ich weiß nicht, was besser ist. Also in der Mauer rein ist klar, das ist Feierabend, das ist wahrscheinlich dann, das Auto ist halt kaputt. Aber hier hat man den Effekt, im Sand drin ist natürlich, dass man eigentlich auch verloren. Da ist das Rennen im Prinzip auch praktisch vorbei. Vor allem, wenn man in den Sand reinkommt, wieder raus, beschleunigt, dann dreht es einen dort. Ja, können wir alles so lassen. Hoher Kontostand haben wir immer noch. Ab ins Qualify. Setting nochmal kontrollieren und jetzt eben, wir haben jetzt die KI-Stärke auf 80. Mal gucken, ob das nicht auch irgendwie einen Einfluss hat. Ja, also es hat mit Sicherheit einen, die Frage ist welchen. 5, 6 ist okay, wir gehen zur Strecke. Bitte Daumen drücken, dass ich hier eine halbwegs vernünftige Zeit hinkriege, ich bin gespannt. Ja, die habe ich besser gekriegt wie im Training, die Kurve. Ja, und die hier auch. Da ist er zwar vorne, das ist mir aber egal. Uff, gefährlich. Auf der 11, okay. Wir waren schon schlechter. Die habe ich nicht gut erwischt, leider. Schade, schade, schade. Hier nicht ins Sanddingens rein und jetzt aber Vollgas. DRS. Ja, die 10. Die 10. Ja, das ist okay. Das ist ja das, was wir im Prinzip erreichen wollen. Das wäre ein Platz in den Punkten, wenn wir den Platz behaupten können. Aber dadurch, dass wir beim Start eigentlich immer relativ gut sind. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere. Ich wittere nicht gerade Morgenluft, aber es könnte durchaus sein, dass wir da was Besseres hinkriegen. De Vries auf der 15, wie auf der 10. Wir sind schon morgen zurück mit dem. Nö, wir sind ja heute schon zurück. Beziehungsweise ein Teil des Rennens seht ihr jetzt noch. Jetzt kommt die auch noch. Dabei haben wir doch schon einen Pressetermin gehabt. Ja, so weit vorne ist das jetzt auch nicht. Also, es ist halt 10. Glauben Sie, Ihr Teamkollege hat es genossen, die Fans seiner Heimat hinter sich zu haben? Ja, das müsst ihr ihn fragen. Das weiß ich nicht. Klasse, das war dann alles. Ja, dann lass uns mal zum Rennen gehen. Ich richte mal nochmal mein Gaspedal und meine Bremse. Flückchen Wasser und hier mal durchzappen. Karriere, Rennen. Jawohl. Passt. Setting müssen wir nicht mehr kontrollieren. Wir haben Park Ferme. Das heißt, da kann sowieso oder darf zumindest nichts mehr verändert werden. Jetzt auf der 10 starten. Ich bin zuversichtlich. Wir haben nochmal eine Nachricht. Das wird das Übliche sein. Jawohl, vor dem Rennen. Wetterprognose gegen Ende hin wird schlechter, aber das Rennen ist wahrscheinlich zu Ende, bevor es dann tatsächlich noch zu regnen anfängt. So. Gucken wir mal noch schnell, wie sie Holland vorstellen. Das haben wir zwar schon mal gesehen, aber
Ja, ist ja doch was eher Neueres, da die Strecke eben neu ist. Willkommen an der Nordseeküste zum heutigen großen Preis der Niederlande auf der Rennstrecke von Zandvoort, 40 Kilometer von Amsterdam entfernt. Bei diesem Rennen hat der legendäre Jim Clark 4 Siege geholt und hat dabei erstaunliche 370 Runden auf der Führungsposition verbracht. Der Circuit Zandvoort hat 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links. Einige davon hängen und dazu kommen durch die Dünenlandschaft einige Höhenunterschiede, sodass es für unsere Fahrer auf den 4,2 Kilometern hier immer anstrengend ist. Jo, aber spannend. Also ist wirklich eine coole Strecke. Na, haben wir noch was? Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen. Ja, die kennen wir schon, beziehungsweise das, was uns interessiert, nämlich Platz 10 für uns. Im letzten Rennen haben wir einen Punktesieg knapp verpasst. Das ist unsere Chance, gut in die Punkte zu fahren. Platz 10 für uns, Platz 15 für De Vries. Wir starten das Rennen. Jawohl, volle Pulle, fette Mischung und gib ihm. Ja, da muss ich ein bisschen vom Gas runter. Das war zu gefährlich. Ja, das ist... Ne, ist noch nicht die schnelle Passage. Ich wollte schon beschleunigen. Das wäre zu früh gewesen. Wir sind auf der 9. Das heißt, wir sind in den Punkterennen. Sehr gut. In den Punkterängen. Was habe ich gesagt? Egal. Ich meine die Punkteränge. Schon langsam das ERS mit einbeziehen. Ja, DRS gibt es noch nicht, aber dafür haben wir unser ERS. Man sieht, sie können nicht abhauen. Das ist schon mal gut. Und hier muss ich aufpassen. Gib weiter Gas. Lass uns die erste Runde voll ausnutzen. Ja, versuche ich. Oh, da komme ich ein bisschen weit raus. Ja, da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Können aber wieder aufholen mit ERS, hoffe ich. Ja, da kommen wir wieder ran. Sauber. Früher bremsen, das ist viel zu heiß. Und ich möchte jetzt auch nicht mehr dieses Rainbow-Ding haben, was ich dann in dem einen Streamer hatte, als ich eher weiter vorn war, dass ich immer noch mehr wollte. Sondern ich möchte das eigentlich piano angehen. Allerdings, Ocon möchte ich natürlich jetzt auch nicht ziehen lassen. Das muss nicht sein. Aber ich sehe, sobald ich ERS aktiviere, komme ich auch gleich wieder ein bisschen näher ran. Coole Strecke, also die macht wirklich richtig Spaß. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch cool, dass wir wieder ein Rennen haben, nicht alleine rumdödeln. Aber es ist auch die Strecke, die einfach tatsächlich Fun macht, definitiv. Ja, da bin ich zu schnell dahergekommen, da hatte ich vorher schon mal Probleme. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben hinter uns dann auch noch jemanden, der an uns vorbei möchte. Norris, ist das? Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Das wäre ich. Also können wir es nutzen, sobald wir es dann haben. Die habe ich wieder komplett unterschätzt. Oh, die Kurve. Ah, ein bisschen gerutscht. Käse. Ja, und hinten, der klebt uns dann tatsächlich am Heck. Hier ein bisschen die Curbs mitnehmen und schon haben wir wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Ist ein bisschen. Oh, kein DRS. Ja, der ist tatsächlich über eine Sekunde weg gewesen. Da muss ich aufpassen. Dass wir den nicht hier aus den Augen verlieren, den Ocon. Mal gucken, ob das reicht. Es müsste. Also rein visuell, jawohl.
Da kommt die Rakete, es reicht aber noch nicht, aber wir sind doch relativ deutlich wieder hinter ihm. Ich weiß nicht, ob es immer noch eine andere Stelle gibt. Und das war jetzt natürlich wieder Käse. Jetzt ist er wieder weg. Ein kleiner Fehler und John haut da ab. Das ist klar, weil Ocon macht ja keine Fehler. Ah! Naja, wir haben Zeit. Wir müssen nicht hetzen. Und ihr merkt, ich muss mich konzentrieren, weil das ist halt, wie gesagt, das ist halt eine neue Strecke, die ist für mich auch immer noch neu. Das funktioniert noch nicht. Intuitiv. Ich muss wirklich mich konzentrieren, damit ich weiß, wo ich langfahren muss und wie ich vor allem fahre.